Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Test von mir, Planet Explorer. Das Spiel befindet sich immer in einer ganz frühen Alpha-Phase und ich will mit euch mal das Spiel anschauen. Ich muss gestehen, ich habe schon mal kurz reingeschaut, bin ich wirklich schlau geworden im Spiel, weil es irgendwie, ja, wird halt reingeworfen und irgendwie weiß gar nichts davon. Ich muss sagen, wir exploren, also erforschen mal diesen Planeten. Und dafür fangen wir einfach ein Spiel an. Jetzt sehe ich, ich kann eine Story werden, Abenteuer, Bild. Nehmen wir Story mal. Jetzt sind wir gespannt, was uns hier erwartet. Achso, jetzt können wir uns erstmal einen Charakter erstellen. Ja, wir haben sehr viel zur Auswahl. Irgendwie haben wir noch gar keine Auswahl. Nicht schlecht. Nehmen wir eine Sie. So. Nein, nehmen wir einen Typ. Nehmen wir so einen Topf. Ja. So, dann würde ich mal sagen, stellen wir das Spiel mal. Ich denke, es wird alles noch kommen, wie es mit der Auswahl beginnt. Und jetzt bin ich mal ruhig. As the first humans to ever venture out this far into the frontier, I cannot emphasize how proud I am to have made this journey with you, all of you. I look forward to us building a new home together. Let us make Barian into a shining beacon of the human civilization. Many rivers we had to cross, but we finally found our way. Separation complete. We are going for atmospheric entry burn in 3, 2, yeah, bye. Mark! Was für eine geile Explosion, ey. Ach, habt ihr gesehen? Der Krater war schon da, bevor das Flugzeug runterkam. Cool. Die haben schon einen Krater für den Aufbau vorbereitet. Nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier startet, wie das jetzt aussieht. Okay. Na gut, immerhin haben wir nicht sehr viel geschadete Vegetation hier. So, wie laufe ich denn hier? Klicken? Nö, wir klicken nicht. Pfeil hast du auch nicht. Ich kann so kein rumherlaufen. Ja, wie laufe ich denn sonst? Moment mal, Option. Control. Kann es sein, dass mein Gamepad aktiviert ist? Wollen wir gleich mal sehen. Gut, schauen, vielleicht geht es um Gamepad. Keine Ahnung. Irgendwie doch nicht. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber irgendwie. Ne, hier geht gar nichts. Also das geben wir mal nicht. Okay. Gut, ich überlege jetzt gerade. Mit W stand da. WWSD. Achso, ich muss jetzt einen Text durchklicken. Ja, ich will abbrechen, weil ich möchte. Ja, jetzt geht's. Okay, ich kann doch ein Gamepad spielen. Nicht schlecht. Rennen. Okay, ja. Ich habe verdammt voll Speed drauf. Moment, ich lasse eine Tastatur. Vielleicht komme ich, glaube ich, mehr zugange. So, mal schauen. Shift. Ja, irgendwie bin ich wirklich verdammt langsam. Gehen wir zu dem Gerdi da. Der scheint da irgendwie Hilfe zu brauchen. Oh ne, da steht. Ach, das ist eine.
Achso, das ist die, bevor ich mit dir vorher geredet habe. Okay, ich würde sagen Inventar. Rio Shogun Equipment. Kneif. Sind sie in den Slot nehmen? Anscheinend nicht. Warte, da steht was. Jetzt habe ich den. Okay, sehr gut. Und das ist HP, Heilung und Kompresse. Food. Ach, das ist Food, okay. Okay, jetzt habe ich mein Messer. Okay, jetzt habe ich das gesammelt. Wie ging das jetzt mit Rechtsklick oder was? Kann ich ein bisschen schneller laufen oder so? Okay, mit Rechtsklick kann ich sammeln. So gut, so weit, so gut mal. Jetzt nehme ich da, mal, gibt es ein Crafting für was? Die haben noch was im Panzer. Crate System. What? Sword front, right back. Ja. Close. Ja. Great. Mal zu. Safe. Keine Ahnung, safe. Okay, safe, okay. Keine Ahnung, wie das geht, ob es geht. So. Habe ich jetzt ein Textur im Schwert oder so? Seht ihr was? Nö. Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, nur. Nicht damit zu tun. Das Ding leuchtet extrem. So, Fußspuren. Wir sind auf dem Mond wahrscheinlich. Aber kann ich hier nicht besser schneller rennen? Das geht ja echt so lahm, ey. Warte mal. Controls. Outrun. Maus 2. Maus 2. Ich glaube, ich muss das mal ändern. Optionen. Controls. Okay, kann man schon gar nicht ändern. Was ist denn Maus 2? Attack, Talk, okay. Fire. Was könnte bei einer Maus 2 sein? Das ist die gute Frage jetzt. Das Maus hat, ist nicht gemeint damit. Gute Frage, ich weiß nicht. Das kann nicht sein, dass es so langsam laufe jetzt. Kann ich den Gamepad vielleicht schneller rennen? Das ist springen, schlagen, aufschlagen. Da habe ich auch kein Trick, wo ich schneller rennen kann. Okay, das bringt auch nichts wirklich. Aber das ist steuerlich ganz ändern, das ist auch bescheuert. Also, ich kann irgendwas das hier mal aufheben. So, Tulpen. Und wo habe ich das Zeug überhaupt? Ressourcen. Achso, da. Okay, ja, aber echt, das geht doch gar nicht, ey. Wenn ich so langsam laufe, da komme ich ja nie an. Okay, sind das Rezepte? Oh, noch gar kein. Das muss doch irgendwie unstellbar sein, das kann ich fast nicht glauben, dass das... So. Bei meinem Ding mache ich das irgendwie anders. Walkrun, ah. Walkrun? Ah, geht doch. Mit R-Taste, super. So, das ist ein bisschen schneller jetzt. Vielleicht sollte ich mal so schauen, ob es im Raum schon was gibt, was ich brauchen kann. Kann ich den rein? Also wir sind anscheinend hier gestrandet. Auf diesem komischen Planeten. Ich weiß keine Ahnung, ob es hier Lebewesen gibt oder sonst was. Okay, rein kann ich anscheinend nicht mehr. Also muss ich reinfallen. Schon schauen wir mal, ob wir hier auch Bäume irgendwie abhängen können.
Aha. Okay, ich muss mit der rechten Maustaste draufbleiben. Dann kann ich diesen Baum abholzen anscheinend. Sieht aus wie ein Kaktus. Okay, jetzt haben wir irgendwie Fieberglas bekommen. Nee, keine Ahnung, Fieber, irgendwas. Fieber, wahrscheinlich habe ich Fieber gekriegt, genau. Ja, jetzt blinkt dann mein Inventar-Rucksack da. Jetzt können wir schnell mal schauen, was ich da habe. Jetzt habe ich neue Ressourcen. So, jetzt ist natürlich ein Wunder, ob ich das Handheld-PC, Handheld-PC ist das, scan. Oh, okay, die Karte wird gescannt. Rail? Was ist Rail? Okay, geht irgendwie eine Nummer aus. So, dann haben wir hier Replicator. Also anscheinend habt ihr noch nichts, wahrscheinlich kann man da mal Sachen herstellen. Aber zurzeit ist da irgendwie gar nichts. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Wir gehen mal kurz mal ins Wasser runter. Ob wir ins Wasser können oder nicht. Ist das eine Pflanze zum Aufheben? Nö. Jetzt kann ich nicht mehr aufheben, was? Hallo? Ah doch, wollte sagen, das ging doch vorhin mal. Ah, wir haben hier. Oh, sind das. Ah, Kokosnüsse oder etwas ähnliches. Das schauen wir uns genauer hin. Aber zuerst werden wir mal eine von diesen Kakteen hier fällen. Vielleicht gibt es hier was Neues. Oh, das Ding ist ja fett, ey. Ich hoffe jetzt mal, dass mein Schwert nicht kaputt gehen kann. Oder zu Sau geht, sonst habe ich ein Problem wahrscheinlich. Oh, das ist ein Krebs oder etwas. Läuft da. Seht ihr es? Oben rechts. Jetzt unter Webcam seht ihr so einen Krebs. Versuche ich nachher mal zu schlachten, wenn ich diesen Baum überhaupt noch umkriege. Oder was immer das sein soll, eine riesen Melone. Uiui, die habe ich mir was vorgenommen wieder. Aber ich muss auch alles mal umfällen, um zu sehen, was es da gibt. Wahrscheinlich gibt es hier extrem viel Reich raus, weil es so ein extrem riesen Ding ist. Aber schön sieht es ja aus. Bisschen farbiger, bunt, aber. So nicht. Ja, das Spiel gibt es schon eine Weile auf Steam, nur ich hatte nie Zeit, wirklich zu Let's Playen und jetzt noch mit meiner Abwesenheit. Ich habe gedacht, komm, jetzt bringe ich mal ein paar Folgen davon. Ich mal das Spiel zu zeigen. Ich habe gerade Zeit. Ich habe es ja selber auch nie getestet und bin auch gespannt. Soll anscheinend schon eins gemacht worden sein, was in die Community eingehen, obwohl es wirklich noch eine sehr frühe Alpha ist. Okay. Wow, das gab gerade einiges hier. Jo. Gut, jetzt holen wir uns diesen Krebs. Ach scheiße, wo ist denn der durchgelaufen? Da, da ist er. Hallo Krebs! Na komm! Oben seht ihr sein Leben, jetzt ist er tot. Kannst du es aufheben? Ah, hat Essen gegeben, sehr schön. So, dann haben wir hier noch so komische Blüte. Mal schauen, was die uns gibt. Die uns mal fällen. Die geht anscheinend nicht. Gut, dann suchen wir uns mal eine Palme hier. Ja, die fällt schon ein bisschen schneller wie das, diese komische riesen Ding von vorhin. Können wir ja schwimmen? Schauen wir mal, ob wir schwimmen können. Können wir tauchen? Ja, wir können tauchen. Ah, und ich denke, dass unten rechts die blaue Anzeige ist, wo unser Sauerstoff wahrscheinlich. Ja, sieht so aus. Diese Anzeige hier unten. Ja, Sauerstoff. So, jetzt haben wir Früchte auf dem Baum. Jetzt frage ich mich, ob man die Früchte kriegt, wenn man den Baum fällt. So, wahrscheinlich ist es ein riesen Ding wieder. Ah, das geht ein bisschen schneller als das andere vorhin. Ja, ich würde sagen, mit diesen letzten Bildern hier beende ich mal die erste Folge von Planet Explorer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schauen wir uns das mal wieder rein.
Und schauen, was uns diese Planet sonst noch so alles, ja, für Überraschungen hergibt. In dem Fall sage ich tschüss, bis dann, tschüss.